Ja, hallo. Jetzt sind wir gerade eine Pflicht losgeworden, beziehungsweise einige Pflichten losgeworden. Und kaum ist der Wahlkampf in Niederösterreich vorbei, haben wir jetzt einen spannenden Vorschlag, und zwar Deutschpflicht in den Pausen der Schulen. In Austria we say, I feel me very well, but my English is very bad. We talk in German, it's better. Andere Sprachen verboten. Verboten. Schauen wir mal. Du hast den Bruns größten Döden mit der Suppe verfahren und den Schlunz für die Wäre mit der Duten der Schlang. Wenn sich Schülerinnen und Schüler in der Pause miteinander unterhalten, dann soll das in Niederösterreich künftig jedenfalls auf Deutsch passieren. Zumindest wenn es nach den Plänen von ÖVP und FPÖ geht. In Austria we say. Und? Habt schon Mittagessen? Ja? Ja? Schulschluss heute in Wiener Neustadt. Zur Deutschpflicht während der Pausen gibt es hier unterschiedliche Meinungen. Ich finde das nicht so gut, denn wir zum Beispiel in der HTL sind eine multikulturelle Schule. Etwas zu verpflichten, vor allem in einer Demokratie, finde ich nicht so gut. Ich finde das eigentlich okay. Wieso findest du es denn gut, wenn auch in den Pausen nur mehr Deutsch gesprochen werden soll? Weil es einfach so gehört, weil zum Beispiel, die verstehen dann falsch und die sagen dann, ah, sie hat mich beschimpft und so. Hast du Missgeburt, kennst du mich nicht mehr? Und er sagt, doch, du bist dieser Missgeburt vom Park und ich sollte durchschneiden. Dann kann es zum Streit führen. Denselben Vorstoß gab es bereits 2015, damals von der schwarz-blauen Regierung in Oberösterreich. Gescheitert ist das am Verfassungsdienst im Bundeskanzleramt. Der erklärte das Vorhaben für rechtlich nicht durchsetzbar. Der Bildungsminister hält sich mit einer Bewertung heute noch zurück. Ich denke, es ist ein interessanter Zugang. Man wird sehen, ob es in dieser Art und Weise funktioniert. Das Vorhaben ist für ihn eine Empfehlung. Einen Anlass, auf Bundesebene tätig zu werden, sieht er nicht. Okay. Jetzt kommen wir aus diesen 2 Jahren voller Pflichten und Zwängen raus und jetzt ist es die nächste Pflicht. Man, von der ÖVP ist man es gewohnt. Die hat uns die Massenpflicht beschert, die Impfpflicht, die ganzen Lockdowns, die Pflichten. In Austria say, hat's euch übers Häuser mit der Masken. Und die FPÖ hat dagegen gearbeitet. Und kaum sind sie jetzt in Niederösterreich in der Regierung, hat mir die, so ist sind Pflichten wieder okay. In Austria we say, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich halte das alles nicht mehr aus. Ich verstehe es nicht. Ich sage es dir ganz ehrlich. Ich meine, ich verstehe den Zugang sehr gut. Und ich sage einmal so, es gibt natürlich im Bildungsbereich Probleme. Das wird unser Wissenschafts-, Bildungs- und Forschungsminister ja genauso gut wissen, dass es natürlich Schulen gibt, wo überwiegend zwischen 80-100% oder 60-100% Menschen in die Schule gehen, die mehrere Sprachen sprechen. Manche besser, manche schlechter. In Austria we say, identifiziert. Genau. Ich glaube, jetzt muss ich dann einige einmal ein Bier trinken. Aber ich sag's euch, wie es ist. Ich will nicht über Pflichten diskutieren. Nein. Das nächste ist dann, gibt es jetzt eine Lernpflicht oder so? Ich weiß es nicht. Nein, hat man nicht erkannt. Hat man nicht erkannt, dass Pflichten und Zwänge zu nichts führen? Nein. Man, an sich schon klar, es ist klar, wenn du in einem Land bist und diese Sprache nicht sprichst, die dort gesprochen wird, dann verstehst du nichts, dann kennst du nichts aus. Das ist ungut, du musst die Sprache sprechen in dem Land, wo du wohnst. Was bedeutet Budern? Budern? Bude, hausmäßig eine Bude, oder? Budern ist eine Tätigkeit. Sich Butter aufs Brot schmieren, budern. Wie willst du nur einen Amtsweg machen oder sonst irgendwas? Außerdem gehst du den Leuten auf den Sack, die dort wohnen. Ich verstehe sie nicht. Was wollen sie von mir? Also, das ist schon eine klare Meinung von mir. Wenn du in einem Land wohnst, musst du die Sprache sprechen. In Austria we say, man bringt den Sprichwein. Ja. Einerseits, weil du dich eben nichts auskennst, andererseits, dass ich nicht gut finde, dass es so eine Ghetto-Bildung gibt. Weil das ist natürlich klar, du gehst dann zu den Gruppen, wo du verstanden wirst. In Austria say, der über dir schlafen, wie über ein Big schießt. Nein, es ist ja logisch. Ja. Deswegen muss man da schon was machen. Ja, eine Sprachförderung. Ja. Dass man schaut, dass das attraktiv wird für die Kinder, dass man früh anfängt, das zu machen, von mir aus spielerisch und mit Lernen, aber nicht mit einer Pflicht. Und noch einmal ganz kurz, ich verstehe das, dass die Bürger in Österreich Deutsch sprechen sollen, weil du dich nicht auskennst und das nicht gut ist. Wir müssen nur gescheit arbeiten. In Austria we say, den Druck habe ich noch, wenn ich aufs Klo gehe.
Aber erstens, wie willst du das kontrollieren? Das ist ja komplett verrückt. Ja, das ist so ähnlich wie du den Impfstatus nicht zu kontrollieren hast. Das ist so ähnlich wie, was hast du gesagt? Hast du was? Du ein englisches Wort benutzt? Das darfst du nicht. Du wirst jetzt gestraft. Du fällst jetzt von der Schule. Aus wie sie. Auf die Scheiße hätte. Ehrlich gesagt. Stell dir vor, strafen. 20 Euro. Was? Und, aber so wird man dem nicht her. Und was können die Lehrer machen? Sie könnten sich da zweit einstellen, weißt? Einer kann Arabisch, einer kann Deutsch und dann wird vermittelt und dann wird geschaut, dass alle diese Sprachen sprechen. Weil das muss man sich schon bewusst sein. Wenn wir kulturelle Gruppen in unser Land lassen, dann sollten wir die Sprache kennen. Na weißt, du kannst jetzt auch nicht so arrogant sein und sagen, du kommst zu mir, du sprichst sofort meine Sprache. Weil du musst das auch mal lernen. Sicher. Und so einfach ist das nicht, ja? Dass du jetzt kein Hühnchen redest mit deiner Kuh, aber in dem Fall hat er immer das Hühnchen braut. Nur schon langsam frage ich mich, ist es nicht ungut, wenn ich dann nicht Türkisch kann, wenn so viele sprechen? Eben. Ich meine, ich weiß das nur aus meiner Familie, meine Vorfahren kamen aus Niederösterreich und da ist es halt damals normal gewesen, dass man halt zum Beispiel ein bisschen Tschechisch oder ein bisschen Slowakisch kann, nicht weil man Bock drauf hat oder weil man multikulturell ist, sondern weil es den Alltag erleichtert, wenn du mit vielen Menschen zu tun hast, die nicht so gut Deutsch sprechen. Drei Sätze, die du unbedingt können musst, wenn du im Gemeindebau überleben möchtest. Geh in Arsch, du Wabler. Halt's mir auch erst. Trau den Schatz, weil sonst rufe ich dich her. Und das heißt aber, in der Schule wäre besser, wenn du Arabisch lernen würdest oder Türkisch wie Englisch. Naja, aber das ist ja das Nächste. Jetzt ist zum Beispiel so, dass es in dieser ganzen Diskussion eben, wie schon angesprochen, nicht darum geht, dass die Kinder oder die Jugendlichen jetzt Deutsch mit Englisch vermischen, weil das ist ja okay, wir sind international, du kannst Englisch immer verwenden, Englisch ist super. Excuse me, wir haben 2023. Aber sobald da ein Maschallah in der Konversation vorkommt, bist du dann so, nein, das geht nicht. Und ich denke mir so, warum nicht? Ja, weil das die böse Sprache ist. Warum nicht? Warum kann ich zum Beispiel, wenn ich im tiefsten Kärnten irgendwo im Süden lebe und ein bisschen Slowenisch kann, bin ich dann ein Arschloch oder bin ich dann einfach mehrsprachig? Scheiß dir nix, du fällt da nix. Hast du einen Beistri in der Hosen oder was? Was für dich? Ist das ein Problem? Ich weiß es nicht. Mir kommt vor, dass es ein großer Vorteil ist, je mehr Sprachen man kann. Und wenn es der Schule, der Politik oder dem Bildungsminister wichtig ist, dass die Leute gut genug Englisch kennen. Er sagt ja nichts dazu, wir schauen es uns an, gell? Ja. Natürlich, er hat den Plan. Er zieht sich gar nichts, weißt du, er zieht sich nicht einmal den Schuh an, dass die Leute besser Deutsch kennen und er zieht sich auch nicht den Schuh an, dass es eine Pflicht gibt, sondern er schaut jetzt einfach zu, guck mal vor. Ich denke mir so, du musst das tun. Du musst das tun. Es kann nicht sein, dass du, wenn du jetzt in den Schulbetrieb reinschaust, da ganz viel an der Kommunikation scheitert. In Austria say, jetzt leg das Handy weg, was ist mit dir? Leg's weg! Du brauchst keinen Ausstupsen! Ich will dir gerne die Waren für die Richtung fassen, Sacke! Und du dann denkst, naja. Es ist ja nicht. Klar, es ist ja klar, ich meine, wie wirst du unterrichten, wenn alle deine Schüler Arabisch reden und du nicht? Eben. Was? Und auch in Österreich, also da gehört was gemacht. Da gehört 100% was gemacht, aber ich sage es euch. Mit einer Pflicht wird man das nicht erreichen. Du darfst nicht bei denen ansetzen, die es ohnehin schon teilweise nicht in der Hand haben, sondern du musst da ansetzen, wo du sagst, okay, passt, wenn ich das jetzt tue, ja, im Sinne von einer Förderung oder in irgendeiner Form in gewissen Kursen oder so, wo einfach das wichtiger wird oder es gewisse Regeln gibt, dass man sagt, okay, man muss ein gewisses Sprachniveau haben, damit man das einfach, damit man im Unterricht überflüssig mitkommt. Auf die Scheiße hätte. Ehrlich gesagt. Und wenn das nicht ist, dann muss man sie irgendwo fördern lassen. Das kann anders gehen. Was heißt fördern lassen? Das ist die Schule. Ich meine, die Schule wird wohl sorgen können, dass da jeder Deutsch spricht. Ja. Und natürlich, ich habe die Kommentare schon wieder vor Augen, ja. Die wollen alle nicht Deutsch lernen. Naja gut, da muss man auch was machen. Wenn der da drin sitzt und nicht Deutsch redet, muss man sagen, du kannst nicht Schule gehen. In Austria say, sind ein paar hohen Kinder dabei. Dann müssen wir die leider dort hinschicken, wo du herkommen bist. Was, da muss man muss dann schon streng sein. Aber die Schule wird wohl schaffen, dass alle Deutsch lernen. Das ist ja die Schule. Eben, das ist ja der Punkt. Ich bin jetzt nicht unbedingt derjenige, der sagt... Ich bin ja Rechner gelernt und wollte es nicht. Mein Gott, das kann ich nicht. Kann ich nicht wirklich gut. Aber ich war ein bisschen Englisch lernen. Wollte nie. But my English is very bad, we talk in German, it's better. Ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass nur wenn jemand da die Sprache nicht kann,
dass der wieder in sein Heimatland zurück muss, weil das Ding ist ja... Wenn einer sich weigert und sagt, ich spreche eure Sprache nicht, dann musst du sagen, ja, Javi, Alter, du kannst ja nichts einkaufen bei uns. Nein, also... Weißt, wenn, wir müssen arbeiten da. Wenn es ums Weigern geht, ist es wieder was anderes. Aber das Problem ist ja auch teilweise das, dass die Kinder, die Jugendlichen, die da sind, die haben teilweise das Problem, dass sie weder die eine noch die andere Sprache kennen, weil es vielleicht in Familienverhältnissen aufwachsen, wo da einfach, da gibt es gar kein Bildungsniveau, da gibt es gar nichts. Da hat vielleicht haben die Eltern gar keine Zeit, dass sie entweder das eine oder das andere beibringen. Ja. Aber ja, aber du hast recht. Schule wäre dazu da, Kindern und Jugendlichen was zu lernen. Ja. Und die Sprache gehört einfach dazu. In Austria we say... Die Leute rausfallen aus der Schule und zumindest einmal einen geraden Satz rauskriegen. Und da will ich jetzt gar nicht über die Herkunft reden, sondern da geht es um alle. Und ja, das stimmt. Das muss man sich anschauen und vielleicht auch dieses komplett überholte Bildungssystem. Aber jetzt mit einer Pflicht reinrauschen und sagen, naja, wenn du es jetzt nicht... Sind ja gerade die Maskenpflicht in der Schule los, weil es kommt die nächste Pflicht in der Schule und schon wieder geht man auf die Kinder los. Ja, und das Ding ist... Das ist keine gute Idee. Das ist nicht Creme zuschütten, Freunde. Freunde! Nein, weißt du, was ich meine? Ich ärgere mich jetzt schon über die FPÖ, die 2-3 Jahre drüber sagt, da ist die Spaltung der Gesellschaft, da gibt es mehrere Seiten, man muss mehrere Seiten anschauen, Selbstbestimmung, und dann sind sie eine Woche in einer Regierung, auch wenn es nur eine Landesregierung ist, und dann sagen sie natürlich, wir zwingen jetzt Kinder. In Austria, don't say, I didn't do anything. In Austria, say, oder meine Mutter, macht sie das? Hab ich die Droht? Das war unabsichtlich, weil meine Schwester mit einem kleinen... Wenn ich die Droht hab! Man, mit der ÖVP natürlich, aber von der ÖVP ist man es ja gewohnt. Also die haben ja das mit den Bürgern gemacht. Das mit den Pflichten hat die ÖVP drauf. Ja, genau. Pflichten und Strafen. Aber bitte, FPÖ, können Sie so weitermachen wie in den letzten 2-3 Jahren? Hä? Und diesen Nazi-Mief ein bisschen loswerden? Ja, Selbstbestimmung wäre schön. Was? Oder wie Selbstbestimmung hat dann was damit zu tun? Alle Menschen auf der Welt. Ja. In Austria we say... ein Blitzknesser, sagt man das. Ich meine, das Spannende ist, in dem Bericht als abschließende Worte hat diese AHS-Vorsitzende, Direktorin, was auch immer, die hat nämlich auch noch was Spannendes gesagt, und zwar, es geht in vielerlei Hinsicht auch darum, dass man die Kinder und Jugendlichen einer Pause auch vom Handy wegkriegt. Leg das Handy weg, was ist mit dir? Leg's weg! Ich bin ja gerade warm für Richtung gefasst, Sacke! Und da muss ich sagen, ja, da bin ich ganz bei dir, weil wenn ich mir vorstelle, ich verbiete jetzt Kommunikation, vielleicht für die Kinder und Jugendlichen, die es vielleicht nicht schaffen oder so, und dann habe ich in der Pause Leute, die nur aufs Kastl aufschauen, dann ist das auch der falsche Weg. Also bitte Sprache fördern, red's miteinander, lernt's voneinander, macht's was. Es ist nicht schlecht, wenn man viele Sprachen kann, aber man soll es einfach, weißt, Sprachenlernen geht mit Üben. In Austria we say, ja, Sandi, du Arschloch, ich komm eh schon, du Volltrottel. Deswegen. Maschala. Deswegen. Ich wollte mich jetzt eigentlich gar nicht so aufregen über das Thema. Ja, aber es ist halt, wie gesagt, die Sache mit den Pflichten, es ist einfach ein schwieriges Thema. Noch eine weitere Zusammenfassung. Es ist wichtig, dass man die Sprache kann in einem Land. Absolut. Ja? Und dass man da früh damit anfängt. Absolut. Nur zwingt's bitte Kinder nicht. Danke. Ein Blitzknesser, sagt man das. Wenn ihr mehr von diesem Schabernack von den Jungs von Nullpunkt hören wollt, am besten abonnieren. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr von dieser Sprachverordnung, dieser Sprachpflicht oder wie auch immer man dazu sagen will, hält. Was ist eure Lösung? Was wäre euer Vorschlag? Liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, wann auch immer das sein wird. Alles Gute. Tschüss. Salam alaikum. Was für die? Mach's einen Backen, du Buschierer, und einen Bracken wie Rassömmere. Hey! Hast einen sicken Bracken, Duden von der Sitten verzeugt.